Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Heute wieder mit dem Flo vom Hardline Film Festival. Hallo, hallo. Wieder, das klingt so, als wenn ich dich schon dazu drängen würde, dass du das öfter mit uns machst. Und auch noch dabei, der gerade gekichert hat, der liebe Carney. Hi Carney. Hat mir das gehört? Okay, also hi. Wir reden heute über das Filmfestival Shivers, das dieses Jahr in einer Online-Variante in Zusammenarbeit mit Kino Plus und Rocket Beans gelaufen ist. Ja, wir haben, glaube ich, alle drei ein paar Filmchen von dem Online-Filmfestival gesehen. Aber vorab die Frage, hat einer von euch das Shivers davor schon gekannt? Ja. Ja. Gut, ich nicht. Das heißt, einer von euch beiden darf vielleicht kurz, wenn er was zu der Historie von Shivers weiß, erklären, was es damit auf sich hat. Zirp, zirp, zirp. Flo, das überlasse ich dir, weil ich habe Shivers rein vom Namen her kannt. Ich habe aber da noch nicht, ich habe da noch keine Filme oder sonst irgendwas geschaut, aber es war mir halt immer ein Begriff. Weil du kennst ja einen Veranstalter, man ja, oder einen Leiter, einen Stefan Schimmick. Stefan, genau. Und vielleicht magst du ein paar Worte zum Shivers verlieren. Ja, soweit ich halt was dazu weiß, also die wirkliche Historie kenne ich auch nicht. Ich weiß, dass die aus dem Dunstkreis des Zebra-Kinos als Verein geboren sind und da das Shivers-Festival auf die Beine gestellt haben, weil sie als Verein ein Genre-Kino nach Konstanz holen wollten. Und als Festivalveranstalter schaut man natürlich, was die Konkurrenz so treibt, und da war mir das Shivers schon immer sehr präsent, weil die ein tolles Programm immer haben. Das ist ganz abwechslungsreich. Vielleicht ein Ticken kommerzieller sogar, wie es wir sind. Und ich das sehr schätze, was die da in Konstanz machen. Stefan hat ein gutes Händchen für Filme. Und ich finde das Auftreten von dem Festival, das ganze, der Look, der da dabei ist, mit diesem Dreieck, das da immer wieder auftaucht, das finde ich einfach sehr, sehr ansprechend. Die machen einen geilen Job da, ja, unbedingt. Ja, finde ich auch. Aber wie viel der Ausgabe war es jetzt eigentlich? Ich habe es gar nicht. Aber schön, steht nichts dabei. Das, wenn irgendjemand im Kopf wird von uns. Ha! Schande über mein Haupt, hätte ich nachschauen, genau. Ja, aber dafür ist Viva la Movielusion bekannt: mangelnde Vorbereitung und Ahnungslosigkeit. Das macht ja auch sympathisch. Naja, uns geht es ja tatsächlich mehr da um die Film-Highlights, die gelaufen sind. Und vielleicht steigen wir da einfach mal ein mit: Was hat euch denn so von den Filmen, die gelaufen sind oder die ihr auch gesehen habt, am besten gefallen? Flo, du darfst wieder anfangen. Naja, kann man das so sagen, am besten gefallen? Also das ist auch Qualität vom Shivers. Also beim Festival geht es ja immer darum, verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Und das sind schon alle sehr, sehr unterschiedliche Filme gewesen. Also du hast diesen Long Walk, der sehr arthausig daherkommt. Du hast The Old Man, der da mit diesem Puppendingens daherkommt, dann ein Science-Fiction-Film, dann ein Grusler, dann eine Komödie und so weiter. Das so runterzubrechen, fällt mir persönlich ein bisschen schwer. Am meisten Spaß hatte ich, weil ich die Leiter dahinter kenne, glaube ich, mit Vicious Fun. Also der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ein Film, wo es um einen Typen geht, der aufgrund eines gebrochenen Herzens abends in eine Kneipe kommt, sich der Zulauf verlässt und dann in so einem Nebenkammerl aufwacht und dann mitten in der Nacht was reden hört und in diese Kneipe oder in dieses Wirtshaus dann in den Gastsaal geht und da fünf Typen beieinander hocken oder so. Fünf sind es, glaube ich, fünf, sechs, keine Ahnung, und das sich als Serienkiller-Zirkel entpuppt, wo jeder verschiedene Vorlieben hat, um Leid abzumurksen, und er gibt sich halt dann als ein potenzieller Serienkiller aus, der er nicht ist. Und ich finde das, die Idee ist so simpel wie gut und es wird hervorragend und wunderschön mit Stereotypen gespielt und auch schön umgesetzt. Also ihr habt da ganz, ganz viel Spaß gehabt damit, aber wenn man da zu viel verrät, dann vergeht er mal, dann erwartet man was anderes vielleicht. Splatterpegel hat er, ohne aber zu aufdringlich zu sein. Und auch das war was ich als sehr angenehm empfunden habe. Hartes Genre-Kino ohne Label hart.
fand ich ganz gut eigentlich, ja. Ich finde vor allem der Humor in dem Film ist das, was so raussticht. Ja. Und was den Film dann dadurch einfach, ja, wirklich, wie du schon sagst, dazu prädestiniert, dass er am meisten Spaß macht. Ja, ich finde auch dieses explosive, humoristische ganz schön, mit was du nicht rechnest. Also ich finde, ich habe ein Faible für Scheiße und Kotze im Filme, das finde ich schon ganz gut. Und als der vor dieser Telefonzelle steht oder diesem Telefonapparat und er da Vollgas dagegen kotzt, da hat er mich gehabt. Also das fand ich einfach super. Ja, da gehe ich auch komplett mit, der war unglaublich. Also den würde ich sogar als mein Highlight vor dem Festival bezeichnen, den Vicious Fun. Der war echt unglaublich. Und vor allem, ich habe schon gedacht, das wird so ein bisschen ein Spaßding, aber der hat mich dann so richtig vom Hocker gehauen, wie geil dass der Film war. Allein auch dieses Overacting von unserem Protagonisten und von dem, sag ich jetzt mal, Anführer der Antagonisten, die betreiben ja so ein geiles Overacting, finde ich die Mimik von denen die ganze Zeit Weltklasse, super geil. Ja. Vollgas. Ah, diese ganzen Stereotypen, die auspacken, diesen Machetenkiller, diesen 2,80 Meter großen oder diesen Asia-Typen, der sich dann doch irgendwie als Pussy entpuppt, also ganz schnell flöten geht. Ja, stimmt. Und dann dieses Nazi-Klischee von diesem Fritz oder wie heißt, einfach ganz, also ganz erfrischend. Das fand ich einfach einen wunderschönen Film. Vor allem vor dem Hintergrund, was Cody Callahan, der Regisseur, sonst auf seiner Vita stehen hat. Also der hat bei uns gehabt The Oak Room, der eher so ein kammerspielartiger Thriller ist. Und davor hat er Let Her Out gemacht, der ein feministischer Meta-Horror ist, also ganz arthausig auch daherkommen ist und mir Spaß gemacht hat, aber keine gute Kritiken gekriegt hat, komischerweise. Und ich finde es so schön, wie der die Töne von Film zu Film wechselt. Ganz ein variabler Regisseur, den man echt auf dem Schirm haben muss. Ja. Den Let Her Out, den habe ich noch nicht gesehen, den habe ich aber schon länger mal auf der Liste, aber bin noch nicht dazugekommen, weil mir hat der Oak Room auch sehr gut gefallen, den habe ich auch bei euch im Hardline gesehen und deswegen war er jetzt vor allem nachdem ich dann gesehen habe, dass der den Vicious Fun auch gemacht hat, habe ich gedacht, muss ich den Let Her Out unbedingt sehen, weil die beiden Filme, die ich jetzt gesehen habe, die waren bombengeil und jeder auf seine eigene Art, also wie du schon sagst, völlig unterschiedlich. Ja, aber ich glaube, du hast damals ein bisschen Probleme mit dem Ton gehabt. Ich glaube, der war bei uns recht leise. Der genau. Outroom, kann es sein. Ja, die Online-Version war recht leise. Das war mein Problem. Ja, sorry, im Nachhinein nochmal. Ja, ansonsten war ja alles perfekt. Naja, aber es macht schon einen Regisseur aus, wenn der so unterschiedliche Arbeiten abliefern kann. Und da war Vicious Fun jetzt das, auf was ich mir eigentlich im Nachhinein noch ziemlich gefreut habe, dass er einfach einmal Komödie macht. Und auch das oder bewiesen kann er. Ja. Vollumfänglich zum Empfehlen der Film, ja. Und wieder mal perfekt für einen Kumpelabend, wenn man es wieder mal machen darf, mit ein paar Kumpels und ein paar Bier dazu, dann lassen wir Vicious Fun laufen. Ich glaube, spaßiger kann man, also es gibt glaube ich momentan keinen spaßigeren Film, der frisch rausgekommen ist für so einen Abend. Einspruch, euer Ehren. Abgelehnt. Welcher? Da sind wir auch beim Shivers. Also bei der Old Man Movie, den fand ich dann doch mal einen Ticken schräger. Ja, das stimmt. Aber dann rudere ich zurück und sage, Vicious Fun, wenn man so Horror-Splatter mit coolen Splatter-Aspekte haben mich und mit echten Menschen. Ja. Dann gibt's, ich finde da die Beschreibung am Shivers von dem Film mit irgendwo zwischen Wallace und Gromit und Rick und Morty, das trifft ziemlich gut. Also wirklich. Bei Old Man jetzt, ja. Das war echt, boah, leck mich am Arsch. Ich bin da gesessen die ganze Zeit und habe mir gedacht, was zur Hölle schaue ich mir da an? Ja, es gibt und es war so geil. Ein paar Punkte, wo man sagt, oh, Freunde, das geht gar nicht. Aber großartig. Also ich finde also diese semi-pädophile sexuelle Konnotation von diesem Opa, der da in der Scheune drin hockt und mit seinem Milch dann die Enkelkinder vollspritzt, leck mich am Arsch. Es geht sowas vor überhaupt nicht. Und ich habe so viel Spaß gehabt damit. Ja, das waren lauter so Sachen, wo du sagst, es geht doch nicht. Was soll das, dass er die ganze Zeit die Sau aufbläst und dann die ganze Scheiße am Mund hat, nur damit das zusammendruckt und wieder einen Schwarz lassen kann, das Ding. Ja. Das ist so ein geil pubertierender Scheißhumor. Oder der Baum. Die Szene mit dem Baum, dass er da rein und rausfährt und dann lässt sich der Baum von dem scheiß Auto ficken. War lecker. Ich bin so, da gesessen. So billig und so gut, gell? Unfassbar, ja. Unfassbar. Also das war echt wieder mal, das hat mich auch komplett vom Hocker gehabt, weil ich nicht gewusst habe, was da auf mich zukommt. Hab das gelesen und dachte, ja, okay, das kann jetzt irgendwie alles sein. Ich hab mir einen Trailer angeschaut. Es kann immer noch alles sein. Ich weiß nicht, was der Film von mir macht. Und dann habe ich ihn einfach laufen lassen und ich habe die Augen vom Bildschirm nicht mehr können. Und diese bescheuerte Sprache dazu, dieses Estnische, ich hab's so gefeiert. am Ende, wenn er die Kuh melkt, die Geräusche, die er dazu macht, die ja teilweise Wörter sind und teilweise Geräusche, was du nicht weißt, melkt er die Kuh oder melkt er sie gerade selber? Super.
Das war, ich habe auch so viel lachen müssen. Genau, das war also ein Punkt, der ich gesagt habe, ich glaube, dass der nur funktioniert, wenn du dann mit dem O-Ton umschaust. Genau. Also wirklich eine vollkommene Überraschung für mich gewesen, weil ich den so gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Der war nicht auf meiner To-Do-Liste, also so. Und ich habe gedacht, jetzt schaust du mal rein. Tatsächlich, nachdem ich euch gehört habe, oder? Ihr habt es besprochen. Ihr habt es besprochen, Fralli. Nein, noch nicht. Wir haben zum Schiffers noch kein Wort verloren. Na, dann war das beim... Vielleicht bei Deep Red? Das war's, genau. Nachdem ich Deep Red gehört habe. Und da war die Baumszene eben auch so herausgestellt, deswegen vermische ich das jetzt gerade. Nachdem ich das gehört habe, habe ich mir gedacht so, oh ja, okay. Schauen wir mal. Ja, genau so. Und dann fand ich das ganz, ganz herrlich. Ja. Ich find's wahnsinnig, ich find's teilweise wahnsinnig gefährlich mit den Animationen, wenn man dann nicht richtig aufpasst und da vielleicht meint, okay, das ist irgendein Kinderfilm. Ah ja, sitzt hier Kinder dann davor und macht da was essen oder keine Ahnung und schaut mal um. Ja. Anhand von der Synchronisation kannst du es auch nicht unbedingt feststellen. Ja gut, vielleicht dann irgendwann, wenn natürlich die Furzparade losgeht beim Schwein, dann guckt man vielleicht schon mal kurz, okay, was ist das wieder für Krampf? Aber es ist auf jeden Fall kein Kinderfilm. Aber ich glaube, dass der meiste Humor bei Kindern durchrutschen darf. Also ich weiß nicht, ob die diese Hahnmelkmaschine da checken darf und diese Obdachlosenmelkmaschine, wo dann alle Sperma saufen. Weiß ich nicht, ob das jeder so checken darf. Aber sicher darf ich sagen, das sagen mir die Kinder nicht. So, ja. Oder man sagt es der Mama nicht. Ja, genau, so wie wir es im Frühjahr gemacht haben. So. Also ich war überzeugt, dass man den anschauen muss, nachdem er da gar nicht das halbe Geistes erzählt hat, da kommt ein Hühnchen vor, das immer ganz ernst sagt, das war so geil. Da ist nämlich meine Freundin nur kurz auf der Couch da gesessen, die hat sich nicht ganz mit angeschaut, aber sie hat die Szene gesagt und gesagt, Wolleck, ist das gruselig. Ja. und dann flippt so geil aus, das scheiß Kickerl, und verprügelt durch den Wurm. Geil. Stimmt. Gigariki. Oder wie geil schlecht. Das ist wie bei Lord of the Weeds, diese geilen scheiß Tiergeräusche, die sie dann wirklich mit dem, was die Viecher vermeintlich sagen, nachsprechen. Aber geil. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist Inhaltsangabe. Muss man das sagen? Oder haben wir jetzt schon alle angefixt damit? Weiß man nicht. Vielleicht kann man ganz kurz nur dazu erwähnen, dass aus dem Trailer schon hervorgeht, um was es geht. Und zwar dieses Dorf, wo das Ganze spielt, die sind halt alle total milchgeil. Und dadurch ist der Opa, um den es da in dem Film geht, das ist der große Melker, mehr oder weniger, der halt jeden Tag schaut, dass die Leute, die da wohnen, an ihre tägliche Ration Milch unikämmern. Ja, und die Kuh wird dann, wie soll ich sagen, nee, die wird ja nicht gestohlen, sondern die wird befreit von einem von seinen Enkeln. Scheißkinder. Echt? Und nur Müll. Und auf einmal ist die Kuh weg und natürlich die Leute kriegen ihre Ration Milch nicht. Der Opa muss sich auf die Reise begeben, um die Kuh zu finden. Und die Kuh checkt es auch nicht, dass sie ja eigentlich gemolken werden muss, weil das Euter wächst und wächst und wächst und alle haben Angst vor der großen Milchkuh. Apokalypse, oder? Oder wie hieß es? Milkopalypse. Ja, genau. Oder so, keine Ahnung. Aber super. Geil. Ja, also es ist eine Handlung, schon tausendmal gesehen, schon tausendmal gehört, aber wieder aber mal perfekt umgesetzt. Genau, diesmal immer wieder sticht die Handlung einfach heraus, die man jetzt halt schon überall gesehen hat. In sämtliche Formate hat man es gehört und gesehen. Aber diesmal Estland hat dann gezeigt, wie man es mal wieder ein wenig ansprechender gestalten kann. Kindgerecht. 1:0 für Estland. Genau. Ja. Schwenken wir mal kurz vor dem einen absolut verrückten Film zu dem nächsten absolut verrückten Film, den du, glaube ich, vorher gesagt hast, hast nicht gesehen, Flo, aber der Corby weiß, ich hat ihn gesehen. Und zwar reden wir von Crazy World. Crazy World, Uganda. Crazy World. Alter Schwede, das ist das Nächste. Da sitzt auch da und denkst, was passiert denn gerade mit mir? Was passiert mit meinem Fernseher? Was ist da los? Also so eine abgefahrene Trash-Granate wie den Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das Trash in dem Fall absolut positiv, weil ich mag eigentlich gern so Trash-Filme, die richtig dämlich sind. Aber die meisten Filme schaffen es halt einfach nicht. Die meisten wollen halt einfach nur schnell Geld machen. Aber bei Crazy World ist es und der dauert nur eine Stunde, perfekt. Und es ist eine Stunde perfekte Nonsens-Unterhaltung. Und der geile Sprecher, die ganze mit seinem geilen ugandischen Akzent dazu. Ich liebe es, ich feiere den Film. Ich feiere ihn so unglaublich viel. Ich habe so viel Spaß
Spaß gehabt bei dem Ding. Und ich habe jetzt schon gehört, dass man von den Wakaliwood-Filmen auf YouTube einige sehen kann. Da werde ich mir demnächst einmal einen Abend einrichten, damit ich mir da ein paar anschaue. Weil wenn die alle nur annähernd so geil sind wie Crazy World, dann, ja, dann bin ich bestens unterhalten. Und übrigens, Crazy World, Wilhelms Schrei bei 10 Minuten. Corby, was sagst du zu Crazy World? Ich versuche jetzt mal, ohne es zu kommentieren, die Handlung zu erklären. Soll ich kommentieren? Tiger Mafia! Kung Fu Kick! Das kannst dann du danach machen. Fun Damage! Es geht im Endeffekt um Kindsentführung, also es ist ein sehr ernstes Thema, und um die böse Mafia, die in Uganda so ihr Unwesen treibt und da eben die Kinder entführt und die Kinder dann an opfern möchte, damit dann, ich glaube, irgendein Gebäude gescheit hochgezogen werden kann oder so. Es ist ja, warum es die Kinder opfern wollen, habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, aber es geht hauptsächlich die ganze Zeit darum, dass diverse Kinder von diversen Eltern entführt werden und diese Kinder bilden sich dann selbst zum Superkommando aus. Also da Superkommando. Die schauen dann, dass dann ihre Mafia-Führer verprügeln, mit Eimern bekämpfen und sie schaffen es dann auch. Und man muss sagen, Der Eimerregen. Da steht jetzt nicht irgendwie ein riesiges Budget dahinter, sondern das ist halt, das sind alles Amateurschauspieler, aber die das halt so liebevoll und so cool irgendwie rüberbringen, ja, dass der Film einfach nur Spaß macht. Das stimmt genau. Da ist überhaupt kein Budget, glaube ich, dahinter, so gut wie nix. Und das ist aber mit so viel Herzblut und Liebe gemacht, dass du nur Spaß haben kannst bei dem Film. Du musst natürlich ein bisschen trash-affin sein, sage ich mal, weil das halt wirklich, also das ist so unglaublich absurd, was du da die ganze Zeit sagst, was da gesagt wird, was da du wird. Du sitzt wirklich die ganze Zeit nur da und denkst, da was zur Hölle. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also ich werde mir, wie gesagt, ich glaube sogar das Wochenende schon, werde ich mir die Wakaliwood-Filme auf YouTube suchen und die mal nach und nach anschauen, weil wenn die nur annähernd so gut sind wie Crazy World, dann hast du da einen genialen Abend, wenn du dir nach drei einbaust. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das schon innerhalb von der Filmbranche als gängiges Mittel gibt, aber erzwungene Audiokommentare vom Regisseur, super, wirklich. Wenn der Regisseur immer wieder in dem Film einfach spontan irgendwas reinsagt, Superkommando, ja, genau. Mensch, Rambo. Und er kommentiert alles, was dann, oh mein Gott, Knockout, Fall Down, Stand Up, Fight Back. Das ist einfach, also der, wie gesagt, da passt alles zusammen, wenn man eine richtig geile Trash-Granate sehen mich. Weltklasse, aber dann. Schweigen. Nur mal kurz sacken lassen. Trash ist nichts für dich. Es gibt Gründe, warum dass ich nichts dazu beisteuern kann. Ja. Kein Trash-Fan? Na, und ich habe im Zuge von Hardline-Sichtungen mir so viel mit nigerianischen, ugandischen und weiß der Teufel was Action-Kino auseinandersetzen müssen und das sieht alles so aus. Ah, okay. Also kann man, egal wo man da hingelangt, man macht nichts falsch. Naja, man macht nur was falsch. Das ist der Grund, warum dass wir Einreichungsgebühren verlangen, dass wir diesen ganzen Scheiß nicht mehr anschauen müssen. Ja, aber Crazy World ist super, jetzt los, ne? Ja, na, also jeder, gell, also macht's. Ja, auf alle, ne? Da schmerzt sich doch nicht ein, gell? Ja. Gut, man muss dazu sagen, wir haben da beide, glaube ich, schon entsprechend viel Gummibärchen gegessen, dass wir so zuckerschocktechnisch unterwegs waren. Das war in dem Moment einfach auch nur gut. Ja, kurzer Shoutout zu die sauren Katjes Gummibärle, beste, wo geben tut. Also bevor ihr euch den Film anschaut, haut sich ein Backerl saure Katjes ein, dann seid ihr auf dem richtigen Zuckerlevel. Ah, Katjes, ich hab Knackjes verstanden. Nein, sauer Katjes. Knackjes, das bist doch du. Sauer Knacki, ja. Schimpfer, der Knacki. aber zurück zum Film, wo der Flo auch mitspitzen kann. Flo, was hast du denn noch angeschaut? Spree habe ich mir noch angeschaut. Ah, Spree, cool. Ja. Hast du auch gesehen, Corby? Ist mein persönlicher Favorit. Also, echt? Ich fand den sehr schwach. Dann machen wir durch. Ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Das war für mich so der Grund, dass ich mir gedacht habe, na gut, dann schauen wir das tatsächlich mit dem Carney zusammen an. und ich fand den halt von dem her gut, dass ich genau das gekriegt habe, was ich erwartet habe. Das habe ich jetzt bei Vicious Fun halt nicht so direkt gehabt, weil ich nicht genau gewusst habe, um was es geht. Ah, okay. Bei Spree habe ich den Trailer gesehen, der im Endeffekt ja wirklich diesen Film miniaturmäßig umreißt, also genau das, was man sieht, kriegt man. Und ich habe mich da durchwegs sehr positiv unterhalten gefühlt. Ich habe aber jetzt auch nicht allzu viel erwartet. Und was geht's denn bei Spree? Flo, verzeih mal.
Jetzt muss ich das machen. Das wird eine tendenziöse Zusammenfassung. Es geht um so einen Scheißtypen, der mit so einem Scheißauto mal anfängt. Nein, macht's mal ihr, das überlasse ich euch. Wie er sie wieder aus der Fähre zieht, gell? Ja. Mei, so. Im Endeffekt, es geht um so einen Typen, der ist wieder Kani. Der möchte halt sehr viel soziale Medienpräsenz haben. Bitte folgen, kurz anmerken. Und damit er das kriegt, macht er halt irgendwie allen möglichen Scheiß. Unter anderem möchte er halt dann, ich glaube, ist es sowas wie Twitch oder ich bin mir nicht mehr sicher. Er möchte halt auf jeden Fall so einen Livestream haben, dass er einen Haufen Follower hat, die ihn halt dann wahrnehmen und ihn feiern. Und ich glaube, ihm geht es an der Stelle ja überhaupt nicht so richtig um Geld, sondern halt wirklich um diese Aufmerksamkeit. Er ist aufmerksamkeitsgeil, kann man sagen. Mhm. Und er gibt sie dann als eine Art Uber-Fahrer aus. Also in dem Film heißt diese Taxi-App als Spree und nicht Uber. Und das Ding ist, er macht halt jetzt nicht irgendwelche lustigen Sachen mit seinen Insassen, sondern sein Ding ist halt, er killt die. Also im Endeffekt ist es halt dann so ein Mörderfilm, so ein Killerfilm, der aber immer wieder in ganz abstruse Situationen reinkommt, sehr stark diese sozialen Medien, ja, wie soll ich sagen, aufs Korn nimmt, oder? Kann man eigentlich schon sagen. Ja, Flo, warum hat er dir denn nicht so gefallen? Weil der Typ unsympathisch ist? Ich mag den Schauspieler nicht tatsächlich, spielt diese Rolle. Und mir ist diese Medienkritik, die da einhergeht damit, ist mir ein bisschen zu pauschal, zu einfach und zu plump. Also das Problem habe ich aber grundsätzlich, wenn es um diese ganzen App-Horrorfilme, die da so grassieren, gerade irgendwie, das ist für mich, ach, ich bin froh, wenn das wieder vorbei ist, sagen wir mal so. Also, ja. Ja, das stimmt, er macht es tatsächlich eigentlich ziemlich plump. Also ja. Da ist, man darf jetzt da keine mehrschichtige Erzählung oder so erwarten, sondern er macht es halt ziemlich plump. Und also mir hat er zwar gefallen, aber mir ist was abgegangen. Also es ist irgendwie so, der sagt, okay, ich habe ihn gesehen, war cool, aber da fehlt mir was. Irgendwas hat mir gefehlt bei dem Film, dass er, der hat mich nicht vollends überzeugen können. Liebe? Ja. Meinst du die Liebe? Die Liebe zu dir habe ich ja gehört, das hat er schon gelangt dann. Also Filmnummer. Aber ich mag zum Beispiel den Joey Carey sehr gern, weil den habe ich bei Stranger Things schon gern mengen. Und das war dann für mich also der große Pluspunkt, weil der, wenn jetzt halt austauscht wäre durch irgendeinen anderen Schauspieler, dann war der Film bei mir, glaube ich, komplett durchgefallen. Aber der hat mit seiner Spielweise hat er mir nicht gefallen, weil er halt, man merkt halt wieder immer mehr durchtrat und immer mehr durchballert. Aber wie gesagt, am Ende war irgendwas geht mir ab, aber ich weiß nicht genau, was es ist, was mir abgeht. Darum ist er für mich okay gewesen und wird man aber wahrscheinlich nicht nochmal anschauen müssen. Ich fand halt viele Spannungsmomente, die er einmal generiert hat, hat er dann versucht zu wiederholen, wie das mit den Bullen und so weiter. Ja, und dann denke, ja, wenn du nichts zu erzählen hast, dann hör doch auf. Also wärst vielleicht ein guter Kurzfilm geworden, aber muss man das über die ganze Spiellänge machen? Ja, weiß ich nicht. Also verstehe ich, wenn der zünden kann, das ist eher mal ganz eigenes Problem, das ich mit dieser Art von App- und Internetfilme habe. Irgendwie. Mhm. Ja. Das geht mir aber bei, keine Ahnung, was gibt's noch alles? Follow Me hat's doch auch gegeben. Ja, den anderen User, oder? Genau so. Mhm. Diese ganzen Sachen, das hat alles bei mir nicht zünden. Und ich weiß nicht warum, obwohl ich eigentlich so Found-Footage-Sachen gern mag, mag ich die mediale Ausschlachtung dieses Prinzips nicht gern. So. Ja, die meisten von denen sind aber, finde ich, immer nur okay gewesen. Also für mich war da auch nie einer dabei, der mich aus den Latschen gehaut hat, sondern es war immer, habe ich gesehen, ist okay, war keine reine Zeitverschwendung, Haken dahinter. Und da schließt, da reiht sich leider ein Spree für mich ein, weil vom Trailer her hätte ich mir mehr versprochen. Ja, und nach diesem Lobeshymnen, die er im Vorfeld kriegt, oder? Also das. Ja, das stimmt, genau. Da ist aber vielleicht auch wieder das Problem, was der Corby andersrum empfunden hat mit Vicious Fun. Da schaue ich mir lieber Filme an, die ich nicht kenne, wo ich nichts weiß, weil dann können sie mich nur überraschen und ich kann sie als das wahrnehmen, was sie sind. Mhm. Wenn ich dann auf dem Cover lese von Collider American Psycho for the Digital Age oder so, ja, dann weiß ich nicht, das ist. Da fällt schon nur ganz Stickel zu American Psycho. Ja, auf alle Fälle. Das ist einfach, die wollen einfach immer zwei mit deinen Werbungen. Das ist wie bei, ich sag gerade immer, härter als Hostel und so. Wenn du das irgendwo liest, dann weißt du, lass ihn im Regal stehen. Ja, mach doch das einfach, was er ist und sag so, keine Ahnung, dufte Film für eine neue Generation. Ja, genau. So, mach irgendwas. Augenzwinkender Seitenhieb auf Follower-Geilheit. Ja, so. Herr Kanter. Ja.
Es war mir an sich auch ein bisschen zu sehr in der gleichen Optik dauernd verweilt. Also es fand es zu reizlos. Ständig dieses Aufploppen und diese Chat-Verläufe, das ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist ganz subjektiv. Ja. Flo, was hast du noch gesehen? Ich habe noch gesehen Das letzte Land, auf den habe ich mich sehr gefreut. Ein Science-Fiction-Film aus Deutschland, der in einer unbestimmten Zukunft spielt, soweit ich mich gekriegt habe, auf einem unbestimmten Planeten, wo zwei ungleiche Typen zusammen in einem Raumschiff auftauchen und das Ding wieder zum Fliegen bringen und von diesem Planeten flüchten. Und fortan durchs Weltall düsen mit unbestimmtem Ziel, ganz schön viel Unbestimmtheiten, und ich glaube, damit spielt er auch die ganze Zeit. Und das mochte ich eigentlich sehr gern, obwohl er ästhetisch schon sehr im untersten Low-Budget-Bereich ist. Aber mei, Science-Fiction-Film aus Deutschland, ja, kann ich dem schon allein was abgewinnen. Es gibt viel zu wenig Science-Fiction da draußen. Also ich habe da nur die letzten 5 oder 10 Minuten gesehen. Sagen wir mal, das von den Bildern her war aber ganz okay, oder? Oder hättest du da nur mehr erwartet? Ja, ich fand ihn eher, also du hast es wahrscheinlich dann alles auf diesem Planeten schon gesehen, ne? Ja. Und da hast du ganz viel wieder mit Nebel gearbeitet und mit Licht und so weiter. Und das hast du am Anfang nicht. Da ist halt alles in diesem kleinen Raumschiff und dann schaut er schon sehr, sehr billig aus. Okay. Was aber nicht zwingend ein Problem sein muss. Also je nachdem, ob du drüber weg kannst oder nicht, glaube ich. Also wenn du das alles annehmen kannst, tust du dich nicht hart. Ich bin einer, der da gern drüber wegschaut, weil ich Science Fiction einfach so gern mag. Andere wiederum stören sie an dem, glaube ich, ganz gewaltig, dass der so billig ausschaut. Wobei ja für das eigentlich, man muss ja sagen, das ist ja alles handgemacht. Ja. Ist ja die ganzen Effekte, es sind ja alles fast ausnahmslos Practical Effects. Ja. Und das rein über Crowdfunding finanziert, damit er das bauen kann, der ist ja über mehrere Jahre hinweg entstanden. Das Ganze drumherum finde ich bei dem Film ziemlich geil, aber leider auch spannender als den Film an sich selber dann. Das war mir zu wenig bei dem Film. Da, also die spielen cool und es ist auch ein bisschen, er hat schon seine Atmosphäre auch. Aber am Ende vom Film bin ich da gesessen und war ein bisschen planlos und habe nicht gewusst, was ich jetzt eigentlich möchte mit dem Film, was ich damit anfangen soll. Aber was ich auf alle Fälle voll zu gut erhalte. Ja, genau. Also, und das ist für mich zu wenig gewesen. Aha. Aber es drumherum, geil. Ich bin ein großer Fan von Solaris und habe mich manchmal an dieses Gefühl von Solaris erinnert gefühlt. Also wenn die da auf diesen gelben Planeten am Ende zusteuern und der immer größer wird und in der Ferne, also diesen Fluchtpunkt von Hoffnung, den fand ich ganz schön visualisiert. Also dem habe ich schon viel abgewinnen können. Aber natürlich spielt der mit verschiedenen Interpretationsebenen, mit denen tendenziell jeder was anders machen kann. Oder auch gar nicht. Also das ist die Gefahr, wenn du so einen Film machst, eben, dass du dann da hockst als Zuschauer und dir denkst, boah, ey, was, das ist ja nur rumgeeiert, ohne irgendwas zu erzählen. Ja, so, genau. Und so ist mir leider gegangen diesmal bei dem Film. Da hat mich nicht abholen können, sodass ich mir dann auch überhaupt den Elan gekriegt hätte, dass ich mir noch mehr Gedanken drüber mache. Ja. Okay. Aber wie gesagt, optisch fand ich ihn eigentlich ziemlich geil. Es war wirklich, das ist Low Budget, das sagt man, aber man sagt halt auch, dass alles handgemacht ist und das rechnet die Filme immer ganz hoch an, wenn sie die Mühe geben, dass sie einfach mit ihren Händen noch irgendwas bauen, dass das noch was ausschaut. Das finde ich immer geil und auch diese Weltall-Szenen, dass das alles wie früher gemacht worden ist, gerade mal Star Wars im Raum geworfen, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Gerade mal Star Wars im Raum geworfen. Ja, fast dasselbe. Ja, diese komische No-Name. Scheiß No-Name-Serie Star Wars, kennt keine Sau nicht. Ich schreibe mir das mal auf Star Wars. Ja, vielleicht für die nächsten paar Legs. Das ist eine Zeichentrickserie, Corby, das brauchst du nicht anschauen. Ja, maximal schon so alt, oder? Ja, maximal für eine Leg-Folge mal zum Besprechen. Aber da war sie auch so vor diesen Hintergründen und das zeigt davor fliegen lassen mit kleinen Miniaturen. Und das finde ich dann, da finde ich eben, wie gesagt, die Entstehungsgeschichte, das Drumherum, finde ich bei dem Film wesentlich spannender, als der Film letztendlich für mich war. Ja, und sich auf die wenigen Qualitäten besinnen, die du hast, wenn du keine Kohle hast. Ja. Du hast zwei Schauspieler, die müssen das ertragen und das schaffen die zwei schon. Also auch wenn ich am Anfang ein bisschen schon, Schwierigkeiten gehabt habe, mit denen warm zu werden, aber das lag an der Figurenzeichnung, weil sie am Anfang erst ein bisschen flach blieben sind, logischerweise. Aber dann, ich fand, die haben das schon richtig, richtig gut gemacht. Und der Film hat das Maximale rausgeholt, was rauszuholen war. Und hab viel Spaß bei allen Zweifeln gehabt. Schön.
cool. Corby, was hast denn du noch gesehen? Ich habe so viel gesehen, so viel. Ich habe noch The Dark and the Wicked gesehen und dann noch The Old Ways. Das war's aber dann auch schon. Also die restlichen Filme habe ich dann nicht mehr gesehen. Welchen möchtest du dann zuerst verknüpfen? Ich möchte mir zuerst The Old Ways verknüpfen. Da bin ich gespannt, weil nichts davon war's. Den hast du auch nicht gesehen, oder? Hast du gesagt? Nein. Ah, okay. Dann, Corby, überrasche den Flo. Ja, eine Reporterin namens Christina taucht irgendwo in einem Urwald in einer kleinen Hütte auf, oder sie erwacht da und wird dann von ein paar komischen Einheimischen, wie soll ich sagen, rituell untersucht. Also sie merkt dann auch, sie ist festgekettet und sie wird dann darüber informiert, dass in ihr ein Dämon drin steckt. Und sie muss dann ja, das akzeptieren. Das dauert eine ganze Zeit lang, weil sie natürlich felsenfest der Meinung ist, natürlich steckt kein Dämon in ihr. Sie war nur in so einer komischen, verbotenen Höhle drin und ist da schon etwas seltsam begegnet, aber es war bestimmt kein Dämon. Aus dem Ballert sie ja ständig, also kannst du einfach nur der Drogenrausch gewesen sein. Richtig, das ist nur das zusätzliche Problem. Sie ist auch noch drogenabhängig und spritzt sie, ja, was war das? Ich glaube, es war Meth. Aber Kanye, da bist du natürlich ein bisschen besser informiert. Nein, da bin ich der Fachmann, ja. Ich hätte mal drauf schlecken müssen, dann hätte ich es gewusst. Nein, was ist, ja, was du hast jetzt mir gesagt, ah, das ist bestimmt Gras. Ja, sag, genau. Das spritzt man sich nicht. Das ist doch sicher nur Kräutertee. Und im Endeffekt, es ist ein Dämonenaustreibungsfilm, kann man sagen. Exorzistenfilme also im Fachkreis. Nein, weil es wird ja nicht nur ein Dämon ausgetrieben. Ja, okay, dann nehmen wir es in Zukunft Dämonen-Austreibungsfilme statt Exorzistenfilme. In unserem Alter, Kanye, sind wir Fachkreise, wenn man sowas passt. Es ist sonst eigentlich schwierig nur zu beschreiben, ohne dass man den ganzen Film spoilert. Es geht halt wirklich die ganze Zeit um dieses Thema und es wird das sehr schön dargestellt, wie sie halt erstmal das akzeptieren muss und dann aber auch wirklich mitmacht. Also sie akzeptiert es dann auch ab einem bestimmten Moment und sagt dann, okay, ich helfe euch, diesen Dämon aus mir auszutreiben. Und da so ein bisschen eine Charakterdrehung drin ist, finde ich jetzt. Also ich finde, ab einem bestimmten Moment weiß man, okay, sie geht jetzt da straight forward hinzu, dass sie jetzt auch diesen Dämon austreibt und dann ist der Film halt noch nicht gut. Also mehr möchte ich jetzt zur Handlung nicht dazu sagen, weil sonst hat man das alles gespoilert. Nein, das klang ja. Das ist ja gut angerissen. Also den fand ich jetzt zum Beispiel okay. Ich fand ihn unterhaltsam, von den Effekten her fand ihn gut. Aber dadurch, dass es halt die ganze Zeit in dieser Hütte gespielt hat, bis auf die paar Rückblenden da in der Höhle, ja, ist er halt mit 90 Minuten mir persönlich ein bisschen zu lang. Also ich habe mir dann am Ende gedacht, also Supernatural oder so, die hätten das in Ohrfolge auch locker verpackt. Weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Ja, also ich fand das ziemlich cool, dass er da in der Hütte ist, weil das hat dem Exorzismus ein bisschen so ein Kammerspiel-Flair noch verliehen. Und er hat gut mit dem gespielt, dass man durch das, dass er natürlich halt auch noch Drogen nimmt, dass man wirklich immer wieder sich fragt, was ist jetzt da los? Sind die komischen Einheimischen total irre und halten da ein Junkie fest oder ist da wirklich was? Er hat schon lange mit den Erwartungen gespielt, dass man nicht gewusst hat, auf was mich heraus. Aber am Ende ist es mir auch so gegangen, dass er gut war, aber es ist wieder so, der gewisse, irgendein Funken ist nicht übergesprungen. Das ist mir bei ein paar Filmen so gegangen, muss ich ja gestehen in dem Fall. Aber also man kann sich auf alle Fälle anschauen. Das ist ein schöner Dämonen-Austreibungsfilm, wie es der Corby nennt, für zwischendurch. macht man nichts verkehrt, ist keine verschenkte Zeit, weil es halt trotzdem unterhält. Er hat seine Gruselmomente und seine coolen Effekte auch dabei. Und er ist auch verhältnismäßig spannend, weil man nicht so schnell durchschaut, um was das geht. Aber nochmal sehen muss man jetzt zum Beispiel nicht. Ja, genauso geht es mir eben auch. Weil ich finde, er war einfach zu lang. Ich glaube, wie es der Flo auch vorhin gesagt hat, manchen Filmen würde so ein Kurzfilmschnitt tatsächlich sehr gut tun und der kehrt da leider dazu. Aber ich frage mich immer, ob das nicht ein Problem unserer Generation ist, die wir mit Serien so gebeutelt sind, ob man Filme einfach die Zeit nicht mehr gibt.
ob das nicht ein Faktor ist dabei. Bei mir darf ich es jetzt nicht behaupten, weil ich habe absolut kein Problem mit langen Filmen. Wenn es halt bei der Stange halt, ich sag gerade, Snyder Cut Justice League, habe ich mich 4 Stunden hingesessen und mittlerweile 3 Mal. Und der Film vergeht für mich wie im Flug, Herr der Ringe. Schaue ich mir einmal im Jahr an. Das letzte Mal erst wieder Departed angeschaut. Also ich mag gern so lange Filme, wenn sie mich wirklich bei der Stange halten. Aber manche Filme schaffen das auf 1,5 Stunden nicht, dass sie mir bei Stange halten. Aber es kann schon auch ein Effekt sein, vor allem für Leute, die ganz viele Serien schauen, kann ich mir schon vorstellen, dass die da wirklich ein Problem mittlerweile kriegen, wenn sie sich mal 1,5 Stunden auf was konzentrieren müssen, anstatt die üblichen 40 Minuten. Das Gefühl hat man manchmal. Also. Ja. Ja, diese blöden jungen Leute. Die sind so blöd. Da sind wir wieder bei Kinderhauen ankotzen. Genau. Blöde Milchkuh auslassende Kinder aus Estland. Ja. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter mit The Dark and the Wicked. Wicked, Wicked. Kani, da darfst du jetzt die Handlung erklären. Ach, das weiß doch ich nicht mehr. Film mal hoch her. Tu es. Los, an was kannst du dich erinnern? Das frage ich mich öfter selber. Aber bei dem Film weiß ich ungefähr, es ist ein Geschwisterpärchen und die rumpeln zurück zu einem Elternhaus, meine ich, war das, weil es mit dem Vater da leider zu Ende geht. Er ist krank und bettlägerig und ich glaube, ist der überhaupt einmal noch mal wach gewesen? Ich glaube nicht. Also das geht alles im Berg ab und die Mutter ist auch, die ist auch komplett geistig auch schon hinüber und nicht mehr so frisch und sie hat sagt die Kinder schon von Anfang an, es hätte es nicht kommen sollen. Und mehr musst du eigentlich nicht dazu wissen, weil auf einmal passieren komische Sachen und man weiß nicht so recht, an was liegt das jetzt? Erbeuten sie sich ein oder ist da vielleicht noch was anderes als diese Krankheit vorhanden? Flo, hast du den Film gesehen? Vielleicht kannst du aber nur, kann man ja auch nur ergänzen, dass der Film auf einer Farm spielt, irgendwo sehr abgelegen. Ich weiß nicht, was das für ein Staat ist in die USA, aber da sprechen sie offensichtlich einen Akzent, der äußerst schwierig zu verstehen ist. Ich hätte irgendwie gesagt, dass das Texas oder so ist. Ja, genau. Das ist der einzige Grund, warum du die Farm erwähnen wolltest, weil du die ganze Zeit nur geschimpft hast, weil du kein Wort verstehst wegen einem Akzent. Nächste Story. Es war tatsächlich nicht so einfach zu verstehen, ist mir auch so gegangen, muss ich sagen. Also, der hat aber geredet, als hätte einen Kaugummi im Mund, einen zu großen. Das war's, er hat so genuschelt, ja. Aber ja, nein, ist halt so. Dafür gab es ja Gott sei Dank Untertitel. Ist echt, waren die dabei. Bei denen hast du Untertitel aktivieren können, ja. Okay, nein, habe ich nicht gemacht. aber ja. Flo, du hast da gesehen, wie fandst du den? Super, ja, ich habe da ganz viel Spaß da gehabt damit. Der war ganz schön creepy shit zum Teil. Mhm. Und mir hat er mehrfach an The Grudge erinnert, weil dieser Geist, dieser Dämon oder was auch immer es ist, genauso diffus war. Der ist immer wieder mal auftaucht und du konntest ihn nicht loswerden und die Effekte waren ähnlich creepy. Mit der fetten Mutter habe ich ein bisschen Probleme gehabt, die da immer ein bisschen rumgestanden ist. Aber ansonsten fand ich das wirklich ganz gelungen, was da passiert ist. Ja. Ich habe die Frau gesehen und ich hab sofort zum Kali gesagt, wetten, die ist in einer Szene nackt. Wetten, hundertprozentig. Muss. Es ist aber vorher schon angedeutet worden, als sie in der Küche gestanden ist beim Abspülen und sie dann gegen Sonnenlicht einmal umgedreht hat und man den ganzen Rock durchgeschienen hat, aber man auch dachte, oh shit. Auf was für Sachen das ist, Schatz. Das läuft in die falsche Richtung. Genau, ich möchte das nicht, bitte aufhören. Steuerung alt entfernen. Steuerung alle Alten entfernen. Ja, das war wieder. Nein, das war natürlich. Das tut mir sehr leid, was ich jetzt gesagt habe an unsere alten, betagten Hörer. Wir haben euch gern da, solange es uns anhört und für uns Klicks generiert. Danke. Aber Wortwitz Level 3000 kann ich. Ja, da bin ich dafür bekannt, Land auf, Land ab. Ja, ja. Corby, wie hat dir gefallen? Durchwachsen. Ja, wenn dir das letzte Land nicht gefallen hat, weil es so diffus war, dann wird es da genauso sein, dass dir das Ende nicht speziell oder konkret genug war, oder? Bei mir jetzt oder beim Corby? Beim Corby. Ich habe das letzte Land nicht gesehen. Die letzten 10 Minuten hast du gesagt, oder? Ja, gut, da habe ich die letzten 10 Minuten gesehen, aber da hat mir dann der Kani gesagt, da passiert jetzt nicht mehr so viel und irgendwie kommt die ganze Zeit der Computerbildschirm. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, und wo ich dann gefragt habe, was gibt er denn für Zahlen ein? Weiß ich nicht mehr so genau. Ein Zimmer haben wir gesagt, oder ein Zimmer 0, haben wir gebraucht. 8, 15. Ja, genau. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich für Probleme damit gehabt habe. Ich glaube tatsächlich, dieser Akzent, der hat mich so aufgeregt, dass ich dann den Film offensichtlich nicht mehr richtig voll abgefunden habe. Aber die Gruselelemente, die vorgekommen sind, die waren cool.
Das mit diesen Ziegen und auch, wo ja, sie immer wieder mit diesen Elementen gespielt haben, dass ja eventuell da die Wölfe dann kommen und angreifen und was weiß ich. Das fand ich auch cool. Aber hat mich einfach bis zum Schluss hin nicht richtig gepackt, obwohl die ganzen Horror-Szenen haben mir schon gefallen. Also gerade das, was dann mit ihm passiert, am Ende, da das bin ich da gesessen, hab ich gedacht, boah, leck, Alter, das kannst du da nicht machen. Ja, aber tatsächlich, mit ihr habe ich weniger Mitleid gehabt. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist ganz komisch. Dass du ein Frauenhasser bist, schon findest du es auch. Ja, immer wieder, gell, immer wieder sage ich das. Ja, das ja. ist ganz grausam. Daniel Brühl und Frauenhasser. Ja, die stecke ich alle in Arschblade. Wollte ich gerade sagen, ist das nicht dasselbe? Lass doch mal Daniel Brühl in Ruhe, verdammt nochmal. Kani, hast du beim Hardline Sator damals gesehen? Sator habe ich gesehen, ja, und genau, es stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist eine ganz ähnliche Stimmung, finde ich, das ist eine ganz ähnliche Stimmung. Genau, ja. Und das Genuschel ist ja ganz ähnlich und so weiter, also mir sind da ziemlich viele Parallelen bei beiden Filmen aufgefallen. Mir ist ja vorgekommen, The Dark and the Wicked, als war das die ausgereiftere, besser erzählte Version von einem Independent-Film namens Sator. So. Das darf ich unterschreiben. Ja, und das fand ich ganz spannend eigentlich. So. Ja. Ich fand Sator als Impulsgeber ganz gut. Ich mochte den sehr, sehr gern und genauso The Dark and the Wicked. Vor allem auch, weil er eben am Ende so offen ist, weil er als Trauerbewältigungsfilm funktioniert. Und als Trauerbewältigungsfilm geht es auch darum, den als Fühlfilm zu etablieren. Das so bezeichne ich das immer, wenn es nicht konkret ist. Also entweder spürst es und es zündet dadurch oder du spürst es nicht. Und bei mir hat er deswegen gut funktioniert, weil das schon was ist, mit was er mich im Film gern beschäftigt. Ja. Es kommen ein paar Sachen vor, da denke ich mir, boah, leck, das, in der Vorstellung finde ich das so gruselig. Das, wenn er im Bett liegt und auf einmal geht's Licht einfach an. Dann steht er auf und macht's wieder aus und dann geht's wieder an. Ja. Das war schon der Moment, wo ich mir denke, so, ich fahre jetzt irgendwo hin, keine Ahnung, das war's für heute. Danke. Nein, ich fand das auch, also mir hat der auch sehr gut gefallen. Der war echt die ganze Zeit so dicht und düster und er hat wirklich ultimativ gruselige Szenen dabei gehabt, eben schon das mit bei den Ziegen, glaube ich, wo du dann einmal die Fresse sechst und dann die Mutter draußen steht und da ist also da waren Sachen dabei, da ist mir eiskalt am Bugel runtergelaufen und der war für mich, das war, sag ich, der Art Film war das mein zweites Highlight aus dem Schifffahrtsfestival. Und der Brian Bertino, der Regisseur, er hat ja mit dem ersten The Strangers schon bewiesen, dass er, ich sage mal, ruhig erzählt, aber trotzdem ultimativ spannend und teilweise creepy sein kann. Wobei er das mit dem zweiten Teil komplett vergessen hat, glaube ich, wie das geht. Ich habe den ersten schon nicht so gern mengen, aber. Den habe ich ganz gern mengen, aber der zweite, das ist ein Graus. Das war wieder mal so, als hätte man ein Eier drehen mit Absicht, weil wir ärgern mich. Hat er vielleicht? Offensichtlich, ja. Also ich hab ein bisschen Bauchweh gehabt und danach. Nein, aber da jetzt arbeitet Dark and the Wicked, fand ich, sag mal, seine Handschrift, sag mal da wieder raus, auch wenn es eine andere Art von Film ist, aber eben auch diese ruhige Erzählungsweise, obwohl es halt, man natürlich jetzt weiß, dank Insidious und Conjurings, wie Geisterhorrorfilme in der Moderne oder im Mainstream ausschauen und so eben Home Invasion Filme im Mainstream ausschauen kennend, hat er mit The Strangers und The Dark and the Wicked immer den schönen Independent Touch mit eingebracht, der schön ruhig erzählt wird und einfach nur dann wieder seine Spitzen aufbaut. Ja, guter Film. Sehr gut, ja. Der kommt auf alle Fälle ins Regal, wenn er zum Erwerben ist. Mir doch Regal. Oh, jetzt ist hier die Show der Wortspiele. Herzlich willkommen. So, ich bin jetzt nur gespannt, was ihr über die restlichen Filme sagt, weil Yali Katu, kann ich gar nichts damit anfangen, wenn ich mir einfach nur das Poster dazu anschaue mit dem Stier, der offensichtlich angegriffen wird. Was passiert in dem Film? Ich weiß nicht, spricht man sich Charlie Kato, ich habe keinen blassen Schimmer. Zorn der Bestien in Deutsch. Das ist gut, schwenkt man um auf Zorn der Bestien. Das Poster mit Zorn der Bestien, da gibt es irgendein Poster, ich habe zuerst gemeint, das ist irgendwie der dritte Teil von Kampf der Giganten. Das schaut irgendwie ganz ähnlich aus. Bei dem Film geht es darum, ich kann es so beschreiben, dass es irgendwie eineinhalb Stunden langer oder fast zwei Stunden langer Schwanzvergleich zwischen die ganzen Dorfbewohner in dem Film ist. Eineinhalb Stunden dadurch. Was? Okay, ja. Wie Schwanzvergleich. Kommt hier. Ja, weil den Stier wollen sie opfern, oder? Ich glaube, zum Opfern war der da gewesen. Der bricht aus und prinzipiell
siehst du eigentlich nur, wie die Leute den Stier verfolgen, aber es geht halt darum, wer den Stier fängt, das ist halt dann der Chef und es ist, wird immer absurder und immer bizarrer als sie, wie die Leute sind und es kommt immer einer, der krasser ist und den Film fangen muss. Es ist irgendwie, du siehst dann immer wieder kurze Szenen in die Familienhäuser, sie schlagen eine Frau, sie sind zu jedem irgendwie Arschloch, es ist alles irgendwie in einer Tour nur ein Schwanzvergleich zwischen den Menschen da drinnen, das ist so ein ganz komisch. Mir ist im Vorkommen wie ein riesiger Schwanzvergleich in eineinhalb Stunden lang. Was willst du von einem Film erwarten, der so eine Gesellschaft entsteht, wo Kastenwesen nur eine Rolle spielt? Also, und Patriarchat über allem steht und so. Also das ist dann schon Themen, die da mit angeschnitten werden. Ich habe Jallikattu vor eineinhalb Jahren mal gesehen auf dem Filmmarkt. Mhm. Und bei mir hat er auch nicht zunden, obwohl ich ihn begreifen konnte, warum das bei Phil funktioniert. Also das im Prinzip geht es um diesen Stier, der da ausbricht. Und dann rennen alle hinterher, das ganze Dorf. Und jeder versucht, diesen Stier niederzuringen. Dann kreisen sie dann mal wieder ein und so weiter und so fort. Mhm. Und mir war aber diese Akustik und das Sounddesign viel zu, ich bin ja fast blöd worden dabei, wenn die ganzen Inder sich gegenseitig oblernen, da ist mir fast der Kopf platzt. Das war für mich auch ein Problem und es ist immer schlimmer und immer krasser geworden. Das trägt zwar vielleicht ein bisschen zur Atmosphäre bei, aber das war mir irgendwann zu krass und das gipfelt dann in einem riesigen Schlammbad, in dem alle nur noch schreien und blirten und ausrasten und war lecke. Also das war, bei mir hat der auch nicht zünden können, der Film, also das war mir am Ende dann auch zu viel. Ist der komplette Film dann auf Indisch oder mit englischen Untertiteln oder wie war das dann? Untertitel waren jetzt im Schiffers da wieder dabei. Deutsche? Das war Englisch. Also ich habe mir auch bloß mit englischen Untertiteln. Ich glaube, englische Untertitel waren das, ja. Okay. Ja, weiß ich nicht. Das, wenn er mal lang zurücklegt, das wirst du dann bestimmt auch feststellen, Karni, dass manche Bilder ziemlich eindrücklich sind. Also ich weiß komischerweise noch sehr, sehr viel vom Film, obwohl er mir nicht gefallen hat. Und zum Beispiel diese Szene, wo die mit den Fackeln da, die ganz den Berg runterkommen, ist der in dem Loch drin ist. Das sind Bilder, die vergisst du nicht mehr. Und da hat er schon ganz schön was eingefangen. Und das muss man ihm schon zugestehen. Ästhetisch hat er schon ganz schöne tolle Sachen gemacht. Das absolut, ja. Score-technisch finde ich auch, das hat mir auch gefallen. Also die musikalische Untermalung, aber dann eben der Sound. Und ja, wie gesagt, mir war er irgendwie zu sprunghaft, weil dann bist in der Familie, die eine schluckt seine Frau, dann bist du bei der Familie, der möchte schon wieder irgendjemanden umbringen, dann bist du bei einer anderen Familie, der möchte seine Frau schlagen, aber sie sagt, ich sag's mit dem und dem und dann, also dann kommt da irgendwie einer und fenstert bei einer. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wer ist wer, was wollen die von mir? Am Ende laufen sie wieder alle dem Ding nachher, dem Stier. Also das war mir einfach zu viel. Und was ich halt rausgekriegt habe, war einfach ein permanenter, ich bin krasser als der, ich fange den Stier, ich bring die um, ich hau dir Pfotzen voll. Also wie du schon sagst, dieses patriarchische Kastensystem, in dem es nur darum geht, wer den Gräsern hat. Die Bestie ist in dem Fall nicht der Stier, sondern der Mensch. Genau. Ja, so, genau. Das ist unterbrechen. Also, ja. Ist das, hast du das noch im Kopf, weil am Ende der Stier, wenn es dann in das Schlammfeld da reingeht, das hat für mich so krass nach echten Verletzungen an dem Tier ausgeschaut. Weißt du da irgendwas? Nein, ist das, kein Schimmer. Haben die das echt hergenommen? Oder, also ich hoffe mal stark nicht, weil selbst ich kann überhaupt nicht abhaben. Aber es schaut am Ende halt auch echt ultimativ hart aus, wie der Stier schon beieinander ist und in dem Schlamm feststeckt. Also ich hoffe ganz stark, dass das nicht keine Hommage der alten Kannibalenfilme aus Italien ist. Tja, Schildkröte war es zumindest nicht. Oh, Gott, hör mir auf, echt. Da läuft es jetzt mit einem Bugel, aber das ist so asozial. Es gibt Dinge, die gingen nicht. Nein, die brauche ich einfach nicht. Und die der von meinetwegen auch jetzt mehr ausgeschnitten werden, weil das hat nichts mit Uncut-Waren oder sonst was zum tun. Das brauche ich nicht. Das brauche ich in so einem Film nicht drinnen, weil das ist kein Mehrwert für nichts. Da bin ich voll bei dir. Und auch die Ausrede, dass sie es ja danach gegessen haben. Ja, das bringt mir auch nichts, wenn ich dem Viech davor fürst und den Kopf abhack. Naja, anderes Thema. Dann, ja, ich wollte gerade sagen, gut, dann machen wir nur einen Themenwechsel. Und zwar der letzte Film, The Long Walk, den habe ich leider auch nicht gesehen. Aber ihr wahrscheinlich dann schon, oder? Ja. Oder? Du auch? Ja. Sci-Fi-Thriller steht jetzt da. Boah. Um was geht's? Aber diesmal darfst du erzählen, um was das geht. Ich habe noch nicht kapiert. Schwer. Also es geht um einen Typen, der mit Toten kommunizieren kann, mit Leichen, die er selbst begraben hat, sobald ich es mitgekriegt habe. Und der fällt ist in so eine Art Zeitschleife gefangen zwischen einem alten Ich, das in der Zukunft lebt, und einem kindlichen Ich, das in der Vergangenheit lebt. Und er versucht, seine eigene Vergangenheit immer wieder zu ändern,
um einen eigenen Trauerfall abzuwenden. So. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und das so, erzählt er in einer fast zweistündigen Zeitschleife nach Arthouse-Erzählart. Also braucht man schon viel langen Atem, aber das macht der Film super, finde ich. Also, absolut. Da bin ich auch wieder bei dir diesmal. Das ist auch wieder so ein Film, der sehr, in Anführungszeichen, langatmig ist, aber kein, für mich zumindest kein Moment verloren hat oder gelangweilt hat. Ja, genau. Die Schauspieler sind super, die Erzählweise ist super. Diese Science-Fiction-Elemente, die es eingebaut haben, die es aber nur braucht, um wirklich dem letzten Deppen nur klarzumachen, dass der Alte derselbe ist wie der Junge. Also das fand ich schon richtig schön und gelungen, weil das Science-Fiction jetzt auch nicht so übermäßig aufblasen ist, sondern es zeigt sich in bestimmten Zahlweisen, dass quasi nicht mehr mit Bargeld oder kaum mehr mit Bargeld bezahlt wird und dass man so eine Art Handy im Arm implantiert hat, so ein Display, mehr oder weniger. Und damit wird halt klar, dass das in der Zukunft spielt und dass es eine andere Zeit gab. So. Ja, fand ich einfach ganz gelungen gelöst, diese Elemente einzubauen, um die es nachvollziehbarer zu machen, was da passiert. Finde ich auch, ja. Und ein laotischer Film, also wann habe ich mal einen Film aus Laos gesehen? Ja, da haben wir erst 13 Filme laut dem Schiffers. Also, das ist der 13. laotische Film. Ich habe die Texte alle nicht durchgelesen. Okay. Das ist und dafür, und er darf sie halt auch, oder er muss sie auch vor keiner großen Produktion verstecken. Der schaut optisch, schaut der so gut aus. Score, Sound, Schauspiel, also das ist wirklich, das ist wie eine richtige High-Budget Hollywood-Produktion. Ja. Der braucht sich vor nichts verstecken und das ist unglaublich gut gemacht und die Erzählweise ist sehr geil und ich finde es auch, er hat teilweise auch seine schönen emotionalen Momente gehabt oder auch traurige. Ja. Fand ich sehr stark. Und er lässt ja lang im Dunkeln, wo es eigentlich genau auf sich hat bei dem Ganzen. Ja, und der Schlüssel zum Verständnis, was eigentlich im Film passiert, ist immer das Haus, wie das Haus ausschaut. Und das fand ich auch so schön, dieses Haus als Moment der Nachvollziehbarkeit, was er jetzt angerichtet hat mit der Veränderung und so. Das fand ich wirklich, wirklich gut. Voll, ja. Meistens ist es dann auch ein bisschen wie in einem Videospiel, wo du immer quasi zurückkommst zum Haus und dann alles inspizieren musst, so ist mir das ein bisschen vorgekommen. Der kommt, wenn er vor so einer Zeitreise mehr oder weniger zurückkommt, wieder zurück an sein altes Haus und stellt dann fest, dass sie Dinge geändert haben. Und dann muss er erst mal rausfinden, was hat sich geändert und was ist eigentlich passiert. Dann tauchen Figuren auf, die er vorher gar nicht gekannt hat oder mit denen er Beziehungen nicht so gehabt hat, wie er es jetzt scheinbar hat und hat den Namen auch vergessen und lauter so Zeug. Und immer wieder muss er sich neu in die Zeit eingrooven, in die er zurückkommt. Also das war auf so vielen Ebenen toll erzählt, dass ich da wirklich Spaß damit gehabt habe, aber zweimal kurze Pause gemacht habe, muss ich auch sagen. Daheim sowas anschauen ist schwierig, sowas ist im Kino sehr viel leichter, weil die Konzentration direkter ist. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Oh Mann, jetzt bin ich enttäuscht, dass ich den nicht gesehen habe. Verdammt. Der kommt bestimmt raus bei uns, da brauchst du keine Angst um. Das also glaube ich, ja. Gibt Verleiher, die kaufen das, ja. Ich sag's dir, wenn es soweit ist. Das ist aber nett. Bestell ich einmal. Und einmal verkaufe ich dann das Auto ein und die. Ja, das war unser letzter Film, gell? Oder? Haben wir da einen Cut? Haben wir noch übersehen? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ansonsten kann man vielleicht höchstens nur noch insgesamt über die Art und Weise reden, wie es eben das Filmfestival jetzt da angeboten haben. Also der Carni und ich, wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, dieses Ticket einzulösen auf einem MacBook, nur um dann am Ende zu sagen, okay, wir schaffen es nicht, wir brauchen einen anderen Laptop. Bis ich aber dann, als ich mich noch mal beschäftigt habe, damit festgestellt habe, dass einfach der scheiß Safari jetzt alt war, die aktuellste Version nicht drauf war und dann haben wir uns halt einfach einen Mozilla runtergeladen und schon ist gelaufen. Na, da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Ich finde dieses Pantherflix, das dahinter gestanden ist, wir haben ja mit einem anderen Ding damals gearbeitet, mit einem anderen Anbieter und haben sehr viel mehr Schwierigkeiten gehabt bei den Nutzern, wie jetzt das Shivers. Ich fand das Handling sehr angenehm. Das Buffering war manchmal ein bisschen komisch, wenn du gestoppt hast, aber das kann auch mal im Internet liegen, dass der, es hat dann schon Minuten gebraucht, bis wieder angerannt ist. War auch bei mir zum Beispiel nicht. Okay, ja, dann war es an meinem Internet. Also, aber insgesamt fand ich das Handling sehr übersichtlich, die Bedienung gut, die Qualität der Filme gut. Also es war wirklich sehr gelungenes Online-Festival, auch wenn ich Online-Festivals per se sehr kritisch gegenüberstehe. Ja, ich glaube, sie haben halt nur mal ein bisschen eine andere Präsenz jetzt da durchgekriegt, dass sie da mit Rocket Beans und mit Kino Plus das Ganze aufgezogen haben oder beworben haben. Die sind aber schon länger Medienpartner, die zwei. Die waren es in der Vergangenheit auch schon. Ja. Ah, okay.
Also ich muss sagen, also in diesem Jahr habe ich das auf jeden Fall am stärksten mitgekriegt. Also ich bin mir jetzt sicher, aber ich hätte gedacht, dass der Daniel Schröckert vom Kino Plus gesagt hat, das ist jetzt so das ziemlich erste Filmfestival, was sie jetzt da zusammen mit einer machen. Aber kann sein, dass da vielleicht schon vorher eben durch Medienpartner da ein bisschen anders präsent dann nochmal aufgetreten sind. Ja, und der Daniel Schröckert, glaube ich, hat bei denen ja auch schon mal aufgelegt gehabt. Also die Verbindung ist schon sehr, sehr lang. Mhm. Ganz so ist dann wohl nicht. Aber natürlich ist dieses shivers.rocketbeans.tv ist natürlich Einladung dafür, dass das ganz anders von denen beworben werden kann, wie früher. Also das haben die schon gut gemacht, das war schon ganz schön schlau und schön präsentiert und haben damit auch Genre-Kino und das Shivers speziell verdientermaßen dahin gehievt, wo es eigentlich hinkehren, nämlich schon auch in die erste Liga der Festivals, die sich nicht verstecken müssen, auch vor größerer Konkurrenz. Also finde ich schön, dass sie den Schritt gemacht haben und ich mag das Programm schon immer gern, ich mag die Leute gern und irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren so eine neue Genrewelle entstanden ist mit kleineren Festivals, da gibt es eben das Shivers, da gibt es das Randfilmfest, da gibt es das Obscura auch in Berlin und so und dann gibt es uns und alle brechen gerade eine Lanze für eine bunte Genre-Festival-Landschaft und da spielt das Shivers schon eine ganz große Rolle dabei, finde ich. Ja, die Auswahl war echt, die war also sehr geile Auswahl. Da ist nichts dabei, wo ich sage, das geht gar nicht, weil auch selbst wenn jetzt ein Film mit dabei war, bei denen ich sage, hat nicht ganz zünden oder war nicht ganz meins, aber trotzdem waren es auf ihre Art und Weise geile Genrebeiträge. Genau. Rein subjektiv hat halt der ein oder andere Film nicht funktioniert, aber das ist ja die Aufgabe von einem Festival. Ja. Wenn du nur das singen magst, was du singen magst, dann war ein Festival der DVD-Player und dann leg einfach ein, was du magst. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber diese Perspektiven eröffnen, das machen die super. Und auch, ich finde, alle genannten Festivals von vorher, das ist einfach, ich glaube, das ist was, was man in deutschen Festivalgehern ein bisschen erziehen muss, dass man sagt so, ich lasse mich jetzt auf Dinge ein, finde Dinge geil oder auch nicht geil. Und dieses nicht geil ist genauso legitim. So. Ja. Ohne das aber zu zerreden, sondern sagen sie, ja, war halt nicht mein Weder, aber schön, dass ich es gesehen habe. Ja, freilich, genau. Ein Kritikpunkt hat mir jetzt noch einfallen, das verstehe ich einfach nicht, warum es, sie haben es zwar verlängert, aber warum es ursprünglich wirklich dann 19. bis 22., also Montag bis Donnerstag gelaufen wäre, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das unter der Woche macht und nicht übers Wochenende, wo halt die Leute eigentlich wirklich mehr Zeit hätten, dass sie sich halt dann Filme anschauen. Ja, das sind vielleicht Hintergründe, die wir nicht wissen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Plattform, die du nutzt, von Montag bis Donnerstag tendenziell vielleicht ein bisschen billiger ist und die, also das, was man grundsätzlich bezahlen muss, durch einen Sonderdeal vielleicht ein bisschen drücken kann, ohne dass ich da jetzt irgendwas in die Richtung wüsste, aber das ist so eine Möglichkeit, die im Raum stünde. Und dann, wenn man sagt, so, okay, es funktioniert, kannst du das verlängern, weil du das da auch leisten kannst. Also das wäre jetzt was ich mir vorstellen könnte. Es sind häufig so Sachen, genauso wie Rechtsfragen, die Leute draußen außerhalb des Festivals nicht kennen und auch nicht kennen sollen, sondern vielleicht nur als gegeben akzeptieren müssen. So, jeder tut als Festival, was er kann. Und das Shivers hat ja, nachdem sie nicht im November das nicht durchführen konnten, einen tollen Weg genommen und ganz viel Mut bewiesen, das Ding auch online aufzustellen. Und dann mit solchen Hochkaräte als Filme. Also das muss man schon hochhängen, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall. Ohne der Kritik jetzt zerreden zu wollen. Überhaupt nicht. Ich als Konsument finde es halt blöd, wenn ich halt weiß, okay, ich muss jetzt von Montag bis Donnerstag, wenn ich wirklich alle Filme sehen will, das irgendwie durchboxen. Was ich halt dann schade finde, weil ich dann bei dem einen oder anderen Film vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit geben kann, wie ich gern möchte. Und deswegen, ich fand es ja super, dass sie das ja dann verlängert haben. Bis, ja, ich, drei Kreuzzeichen habe ich gemacht, weil es schon so ein Stress war. Ja, und dann habe ich halt auch nochmal alles sehen können, was ich sehen wollte. Das fand ich ja echt toll. Und das, was du jetzt auch noch gesagt hast, insgesamt, ich finde es so erfrischend für die aktuelle Zeit, dass wir jetzt einmal so eine Folge machen über so ein Festival, genauso wie es bei euch ja letztes Jahr war mit dem Hardline, weil was wir jetzt die letzten Wochen immer wieder diskutiert haben mit dem, wie schade es ist, dass du manche Filme halt einfach nicht im Kino sehen kannst. Ich meine, wir haben es ja an die Walex thematisiert, es kommen so viele Filme bei Netflix und auch bei Prime oder bei Sky oder so raus, wo es halt einfach schade ist,
dass man die jetzt zu Hause über den Streaming-Kanal sich angucken muss und nicht einmal die Möglichkeit hat, dass man dann sagt, okay, die genieße ich jetzt auf der großen Leinwand. Aber das ersetzt auch das Gefühl nicht, die Dinger doch lieber im Kino gesehen haben zu wollen. Also, das stimmt. Das ist die Kritik, wo ich morgen mit Online-Festivals, die ich persönlich habe. Deswegen haben wir uns jetzt auch für die Zukunft dagegen entschieden. Also, weil ich finde, wir Festivals sollten nicht so tun, als wären wir ein Streaming-Dienst für Genrefilme, weil jeder seinen Streaming-Dienst eigentlich hat. So, wir Festivals müssten für einzelne Filme sehr viel mehr Geld verlangen, als es zum Beispiel Netflix für einen ganzen Monat tut, weil wir die Rechte der einzelnen Filme verhandeln müssen, weil wir Premieren haben und so weiter und so fort. Mhm. Da haben wir auf Dauer keine Chance und Daten damit verlieren. Da müssen wir schon auf unsere Qualitäten uns zurückbesinnen und wieder ins Kino zurückzugehen, weil es eben das Kino nicht ersetzen kann. Ja. Meine Meinung. So. Sehr gerne so. Sehr gerne so. Alles klar. Finde ich eigentlich relativ schönes Schlusswort. Kani, möchtest du noch irgendwas zu sagen, was wir bisher noch nicht kommentiert haben zum Schiffers? Nein, eigentlich auch nochmal ein fettes Danke trotzdem an die Veranstalter, dass sie es gemacht haben. Auch wenn man es natürlich, wie der Flo sagt, lieber in einem Kino abhalten oder sehen möchten. Aber es war trotzdem eine geile Woche mit geilen Beiträgen und viel neue Sachen, die man ins Regal stellen wird, wenn sie dann endlich raus sind. Drum einfach ein fettes Danke an das Schiffer-Team, weil sie eine geile Auswahl gemacht haben. Ja, danke auch von mir. Sehr schön. Dann auch ein herzliches Danke an dich, Flo, dass du Herz euch dann auch noch, wenn es uns so gehört habt vorher, dann herz euch noch Deep Red Radio an. Die waren nämlich Medienpartner beim Schiffers und sind unsere liebsten Podcast-Kollegen auf der Welt. Und die haben da einige Folgen zum Schiffers rausgehaut. Drum herz euch auf alle Fälle ihre Beiträge dazu an. Genau, richtig. Wenn wir euch jetzt da schon mit unseren intelligenten Beiträgen ein bisschen angespitzt haben, gibt es eigentlich bei Deep Red Radio nochmal richtig. Genau. So, jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt darfst du und Flo verabschieden. Okay, servus Flo. Na Flo, nochmal fett, merci, finde ich sehr cool. Warst genau der richtige Gast für einen Bericht über ein Festival als eigener, selber Festivalveranstalter. Freut mich, dass du dabei warst. Und ja, wenn du mal Bock hast, du bist jederzeit herzlich willkommen beim anderen Format mitzumachen. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und bin gerne beim anderen Format dabei. Aber überhaupt, seit wann habt ihr einen Porno-Podcast? Der ist noch nicht offiziell, jetzt hast du gespoilert, weil wir müssen nur die Preise für die OnlyFans-Accounts aushandeln. Ah, aber wie war das mit dem Versprechen der Hauptrolle? Also ich war dabei, kann ich wollte schon das, immer. This is safe. Gut. Also die bei Ringsburger Pukake-Party hast du die Hauptrolle und wirst im Mittelpunkt stehen. Super. Mit dir und Corby und Mike zusammen. Geil. Aber hallo. Yeah. Und an unsere Hörer wie immer, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und geht's immer endlich aufs Stadion und schließt das Abo so ab. Wir sind mal geil in Gottes Namen und da können wir uns nichts kaufen, wenn es gar nicht tut. Ich mach das halt noch. Jetzt. Ja, geil. Ja, yeah. Katsching, katsching, katsching. Super, Kani, wirklich ganz toll gemacht. Dann so, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Kani bei was? Besten Podcast, wo geben tut, auf Wild. Yeah, bis zum nächsten Mal.